Willkommen zurück zu einem neuen Spieltest, und zwar The Battle of Polytopia. Ja, mir wurde es vorgeschlagen und ich würde sagen, wir testen es einfach mal an. Und zwar kann ich dazu kein richtiges Let's Play machen, weil es keine Kampagne gibt. Aber einige Videos werde ich schon aufnehmen können. Und ja, ich würde sagen, wenn das Video 15 Likes bekommt, machen wir mal 15 Likes, dann werde ich das noch weitermachen. Ansonsten leider nicht mehr. Und ja, wir haben hier das Spiel. Wir haben einmal den Einzel-Singleplayer-Spielmodus und einmal den Multiplayer. Da gibt es, soweit ich weiß, nur einen privaten Multiplayer, also mit Freunden im selben WLAN. Und ja, da ich keinen gerade dabei habe, machen wir einfach den Singleplayer. Da gibt es halt drei verschiedene Spielmodi, einmal Perfektion, 130 Züge, muss so viel wie möglich schaffen. Dann Feuerschaft, das ist quasi die Gegner platt machen. Und kreativ, wie der Name schon sagt, könnt ihr so gut wie alles machen, was ihr wollt. Und dann haben wir das schon. Ich nehme jetzt erstmal Feuerschaft. Dann seht ihr hier, wähle deinen Stamm. Hier gibt es Standardstämme. 4 davon sind von Anfang an freigeschaltet. Und 8 sind dann noch gesperrt. Die muss man halt sich kaufen für Geld. Unten gibt es noch weitere Spezialstämme. Die sind dann halt auch noch doppelt so teuer. Und ihr seht hier die Imperius. Die haben schon 2 Sterne. Das heißt, ich habe schon mit denen gespielt. Und ich bin auch schon recht gut. Nicht sehr gut, aber bisschen kann man ja schon Selbstlob aussprechen. Und ja, es gibt halt hier die 4 Stämme. Einmal die Xinxi. Die haben erstmal die Technologie Bergsteigen. Das heißt, sie können über diese Berge da drüber klettern. Dann die Imperius. Die haben die Technologie Organisation. Das heißt, sie können diese Äpfel am Anfang schon einsammeln. Dann haben wir die Bardur. Sie haben die Technologie Jagen. Das heißt, sie können zum Beispiel den Bär da erlegen. Und dann haben wir die Umaji, die haben Reiten, das heißt, sie haben Pferde anstatt normale Fußsoldaten und kommen dadurch natürlich schneller und weiter voran. Dafür haben sie aber keine andere Technologie. So, ich nehme jetzt mal Imperius. Ich bin ganz gut mit denen vorangekommen. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir 2 Gegner und Schwierigkeit normal. Und starten wir einfach das Spiel und dann kann ich euch ja gleich alles erklären. Mächtiger Anführer. Bla. Okay. So, ihr seht, wir haben hier dieses Obst, diese Äpfel und die können wir einsammeln. Das verbraucht Sterne. Und wenn wir das 2 machen, dann seht ihr, der Balken im Dorf wird voll. Und wir haben hier einen Stufenaufstieg. Wir können entweder einen Entdecker nehmen oder einen zusätzlichen Stern pro Runde. Ich nehme einfach den zusätzlichen Stern. Dann haben wir hier diesen Krieger. Den können wir herumleiten. Wir gehen erstmal nach da. Wir suchen am Anfang erstmal nach weiteren Dörfern. Und da kriegen wir neue Sterne. Wir laufen mal noch ein bisschen weiter rum. Da haben wir auch schon ein weiteres Dorf. Und jetzt seht ihr hier unten Techbaum, da klicken wir auch mal drauf. Wir haben hier verschiedene Technologien. Jetzt macht das auch vielleicht Sinn, was vorher nicht so logisch war. Also hier, die Xinxi haben Bergsteigen, die Bardur haben Jagen, die Umaji haben Reiten und wir haben hier halt die Organisation. So, als nächstes würde ich auch Reiten abschließen. Also die Technologie erlangen, damit wir durch die Gegend reiten können. Jetzt haben wir wieder mehr Sterne, jetzt können wir uns auch einen Reiter holen. Und mit dem Krieger hier würde ich mal ins Dorf einmarschieren. So, wieder beenden wir unseren Zug und können jetzt auch mit unserem Reiter wieder durch die Gegend laufen. Da ist auch schon das nächste Dorf.
Jetzt würde ich hier mal das Dorf übernehmen. Haben wir auch schon das Dorf. Bisher können wir aber nichts weiter machen. Hier gibt es ja kein Obst oder so. Deshalb wird das erstmal so bleiben. Gucken wir mal hier in den Techbaum. Da gibt es auch nichts weiteres erstmal. Dann beenden wir den Zug. Und gehen mit dem Reiter da drauf. So, der möchte sich wieder weiter bewegen. Dann gehen wir mal dahin. Dann gucken wir nochmal auf den Techbaum. Und zwar haben wir jetzt hier einige Sachen freigeschaltet. Ich würde vielleicht zuerst Ackerbau nehmen, weil es am Anfang recht leicht ist, Ackerbau zu betreiben. Ihr seht hier, das leuchtet blau auf, hier und hier auch. Das heißt, wir können das schon in der nächsten Runde machen. So, jetzt haben wir genügend Sterne. Ich würde sagen, machen wir erstmal hier einen Bauernhof hin. Und nochmal die Werkstatt. Dann laufen wir. Ah, hier können wir das Dorf übernehmen, natürlich. Jetzt habe ich leider nicht mehr genug Sterne. Aber das ist nicht weiter schlimm. Im nächsten Zug bekommen wir ja neue. So, Zug beenden. Kriegen wir wieder Sterne, können wir wieder Obst ernten hier. Können wir wieder die Werkstatt plus 1 nehmen und dann machen wir hier noch einen Bauernhof hin. Und können das noch ein bisschen weiter bewegen. Da ist auch schon Ende. Wir sind hier sozusagen auf einer Halbinsel. Dann beenden wir wieder den Zug. Und gehen mal dem Krieger hinterher. Da haben wir wieder ein Dorf gefunden, sehr schön. Und ich würde sagen, worauf gehen wir jetzt? Was verbessern wir? Ich glaube, wir machen Straßen. Wenn ich weiß, was Straßen sind, ja, Straßen sind Straßen. Man kann die hier platzieren. Straße braucht 2 Sterne. Und wenn man damit halt die ganzen Städte verbindet, dann kriegen die halt so einen Bewohnerschub. Außerdem kann man sich schneller auf den bewegen. Und ja, deshalb würde ich das euch empfehlen. Nutzt das. Dann bauen wir mal hier Straßen. 1, 2. Ihr seht, die bekommen Bewohner dazu. Dann kommen hier nochmal Straßen hin. Da haben wir wieder den nächsten Aufstieg. Diesmal können wir Ressourcen oder einen Stadtwall nehmen. Ich weiß nicht, unser Platz hier, wo wir sind, ist recht gefährlich. Wir haben einmal die Wüste, einerseits die Winterlandschaft. Das heißt, wir haben es mit den Omaji und mit den Badur zu tun. Deshalb würde ich hier eher den Stadtwall nehmen. So, das können wir auch leider nicht mehr machen. Aber wir können ja schon mal hier hingehen und dahin. Und da ist es auch schon wieder fast zu Ende. Das heißt, die Badur müssen hier irgendwo in dem Bereich sein. Und die Omaji irgendwo hier oben. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen Reiter. Ja, wir machen noch einen Reiter. Kann ja nicht unbedingt schaden. So, nächster Zug. Dann machen wir auch noch den Bauernhof. Und diesmal würde ich die Ressourcen nehmen, damit wir einfach schneller vorankommen. Gehen wir mal hier hin und gehen wir mal dahin. Okay. Haben wir auch schon das nächste Dorf übernommen. Hier haben wir zum Beispiel Kakteen oder so. Jedenfalls ist es Obst. Verlegen nochmal 2 Straßen. Dadurch kriegen wir den nächsten Stufenaufstieg und verbessern nochmal die Werkstatt. So, beenden wir den Zug. Oh, da sind schon die Badur. Er scheint etwas feindselig zu sein. Ja, der hat mich auch schon angegriffen. Ich gehe mal ein Stück zurück. Sonst tötet er noch den Reiter. Da ist auch nichts weiter. Dann gehen wir mal kurz zum Techbaum. Und ich nehme mal jetzt Jagen. Dann haben wir nämlich hier einiges, was wir noch machen können. Hier einmal jagen. Und hier einmal nochmal jagen. Da können wir die Ressourcen rausnehmen.
Und hier nochmal jagen. Und hier natürlich auch nochmal. Das bringt uns jetzt gerade nichts, aber man kann es ja trotzdem machen. So, greifen wir den nochmal schnell an. Und machen wir einfach noch einen Reiter. So, da haben wir den besiegt. Wir haben wieder ein neues freigeschaltet im Techbaum. Diesmal würde ich die Technologie Bergsteigen nehmen. Oh, da haben wir das Territorium der Umaji. Da müssen wir vorsichtig sein. So, den würde ich erstmal heilen. Auch heilen. Gehen wir mal hier lang. Da ist auch nichts. So, wir könnten uns noch Fischen holen, aber Fischen. Mit Fischen ist nichts besonders los. Hier sind Fische, aber mehr auch nicht. Deshalb beende ich jetzt den Zug. Und dann gucken wir weiter. So, nehmen wir das Pferd. Und da sind wir mitten ins Territorium der. Ah, ich habe den Namen vergessen. Bagu. Bagu? Ja, Bagu. Da sind wir mitten ins Territorium rein. Wir müssen uns auf eine Schlacht bereit machen. Deshalb werde ich hier noch ein paar Reiter ausbilden. Und dann werde ich noch hier eine Straße machen, damit wir noch weiter ins Territorium rein können. So, wieder zurück zum Tech Tree. Ich würde sagen, diesmal nehmen wir die Försterei. Wir haben nämlich hier ziemlich viel Wald. Das hier ist alles Wald. Und dann machen wir erstmal hier die Holzhütte einmal. Und nochmal die Holzhütte. Kriegen wir ein Upgrade und jetzt können wir Bevölkerungszuwachs oder Grenzwachstum nehmen. Ich nehme normalerweise Grenzwachstum, weil man dann einfach mehr bauen kann. Und sonst haben wir nicht wirklich was, was wir noch machen können. Wir könnten noch einmal hier Holzhütte machen. Und dann beenden wir unseren Zug. Ja, die greifen schon an. Mit dem würde ich mich mal schnell heilen. Dann gehe ich mal hier hin und schlag den einmal. Jetzt komme ich natürlich leider nicht mehr weiter. Stelle ich die erstmal dahin. Hol den Reiter auch noch hierher und den auch noch. So, wieder zurück zum Baum. Bergbau könnten wir machen. Ich glaube, das machen wir auch einmal. Bergbau, dann können wir hier zu diesen Bergen gehen und da was machen. Ja, da können wir leider nichts weitermachen bei Lore. Deshalb machen wir einfach hier eine Mine und beenden den Zug. So, da greifen die auch schon an. Jetzt habe ich Fla betreten, also ich bin jetzt dabei, das zu übernehmen. Den da schlage ich auch noch einmal, dann gehe ich wieder zurück. Und das war jetzt dumm. Das hätte ich nicht machen sollen. Da gehe ich auf Erholung. Ja, den werde ich verlieren, dann schlage ich lieber nochmal zu. Können wir auch nochmal hinterhergehen, hierhin. Und hierhin können wir hier noch einen Reiter anfordern. Noch eine Mine. So, dann nehmen wir wieder den Stadtwall und wieder Holzhütten, zwei Stück. Und dann ist das auch schon fast fertig, leider noch nicht ganz. So, hier können wir auch nichts mehr machen, dann machen wir einfach hier nochmal eine Mine. So. Und den können wir noch bewegen. Will ich aber nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt noch weiter was mit dem machen. Ah Mist, das hätte ich sehen können. Da, Schlag, zurück, Schlag und wieder zurück und Schlag. Sind wir wieder bei Fla. Sollte man glaube ich nicht machen, aber ich mache es einfach mal. Einfach mal austesten. So, hier machen wir noch eine Holzhütte.
Jetzt kriegen wir die Entscheidung zwischen Park und Supereinheit. Ich würde jetzt erstmal die Supereinheit nehmen. Wir haben den Park des Glücks freigeschaltet. Den stelle ich einfach mal hier hin, weil da gerade dieser eine Punkt fehlt. Nehmen wir wieder Grenzwachstum. Dann können wir hier die Mine nehmen. Und zwei Holzhütten. Kriegen wir auch hier das Upgrade. Grenzwachstum wieder. Und dann ernten wir noch ein bisschen Obst. Und machen noch eine Holzhütte. So, den könnte ich noch wegbewegen. Ich glaube, ich mache das auch. Ich werde ihn noch nicht zu sehr ärgern. Ich bin noch nicht ganz vorbereitet. Ja, die haben mich hier kaputt geschlagen. Schlage ich auch mal zurück. Gehe hier nochmal hier hin. Bam. Gehe wieder zurück. Gehe hier hin. Einmal nochmal schlagen. Und jetzt komme ich dummerweise nicht mehr ganz zurück. Das ist natürlich doof. Hier nochmal Erholung reinhauen. Und jetzt holen wir unseren Imperius Riesen. Und jetzt holen wir uns auch mal Fischen und Segeln. Das wird nämlich gleich ganz nützlich. Hier könnten wir auch schon fischen. Aber leider habe ich nicht genug Sterne. Oh. Oh nee. Die Omachi sind auch schon fast bereit, uns anzugreifen. Ist natürlich nicht so schön. So, den da. Ah, wir müssen ein bisschen zurückgehen. Dann kann ich den auch nicht mehr heilen, leider. Wir gehen hier hin und heilen den da nochmal. Und holen nochmal einen Reiter von hier. So, was haben wir noch? Wir haben hier eine Navigation. Ja, das würde ich gleich machen. Jetzt noch nicht. Aber dafür würde ich vielleicht hier. Oder machen wir hier? Ja, hier machen wir einen Hafen hin. Fischen nochmal. Super Einheit. So, da haben wir auch schon den Riesen, den können wir leider nicht bewegen. Hier könnten wir einen Reiter ausbilden, mache ich noch nicht. So, dann nehmen wir uns mal den Riesen. Ah, der kommt nicht dahin, machen wir eine Straße zum Hafen und dann setzt er sich so in ein hübsches kleines Boot. Das kann man auch noch verbessern, mache ich jetzt aber noch nicht. So, dann gehen wir mal mit dem hier hin, schlagen ihn einmal und dann gehen wir mit dem da drauf. Gehen wir hier hin und hier hin. So, hier haben wir noch einen Reiter, den schicken wir gleich hinterher. Was nehmen wir? Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Da kriegen wir die Schwertkämpfer. Die machen recht guten Schaden und können sich auch recht gut verteidigen. Mache ich einfach erstmal einen. So, da haben wir das noch. Nochmal. Ah, schade, es hat nicht gereicht. So, da sind wir wieder bei Fla. So, und so mal zur Sicherheit. Ich weiß, der wird gleich ganz bestimmt sterben. Hier holen wir noch einen Schwertkämpfer. Und ja, natürlich verbessern wir den jetzt hier. Einmal zum Schiff. Den können wir noch nicht weiter verbessern. Dafür brauchen wir die Navigation und dann können wir auch weiter nach hier gehen. Können wir auch schon den angreifen. 4 Schaden haben wir gemacht. Das ist sehr schön. Gehen wir noch mit dem Schwerkämpfer hinterher. So. Sehr schön. Mein Zug. Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir ein gegnerisches Dorf übernommen.
Greif mir den an. Ah, noch nicht. Wir verbessern das hier mal zum Schlachtschiff. Und schießen ihn gleich mal ab. 9 Schaden haben wir gemacht. Verbessern. Das reicht leider nicht. Dann gehen wir einfach hier hin und schießen ihn einmal so ab. Nur 4 Schaden, aber es ist besser als nichts. Dann erholen wir uns mit dem mal. Schlagen den einmal. Gehen einen Schritt zurück. Der verteidigt sich gut, der Riese. Den müssen wir hin und wieder nur ein bisschen erholen lassen. Der braucht auch ein bisschen Erholung. Ja, der nicht unbedingt, aber der da. Jetzt können wir auch schon hier hingehen. Und ich würde sagen, ich schicke den Schwertkämpfer vor. Gehe dann hier hin und schieße den einmal so ab. Verbessere das mal und schieße den nochmal ab. Dann ist er auch schon fast tot. Und was machen wir noch? Ja, wir könnten hier noch einiges machen. Pazifist, 5 Züge lang nicht angreifen. Walfang, ja, Walfang ist was Gutes. Durch Walfang kann man nämlich Sterne dazu bekommen. Da haben wir schon 10 Sterne eingesammelt. Und wir haben hier das Tor der Macht. Und da kriegen wir ein Upgrade. Diesmal nehme ich einfach den Park. Ich kann den nicht genau sehen. Wo ist er? Weiß ich nicht. Egal. Parks sind schön. Und das ist gut. So, es schlägt mir vor, hier eine Mine hinzustellen. Das ist eine gute Idee. Hier haben wir eine Schmiede, meine ich. Hier haben wir eine Mine, noch eine Mine und noch eine Mine. Das heißt, diese Schmiede ist dreifach effektiv. So, natürlich Grenzwachstum. Und ihr seht, ich habe direkt noch ein Upgrade. Noch eine super Einheit einfach. Noch einen Riesen. Oh, eine Straße natürlich. Ich muss das ja verbinden. Und dann können wir hier noch. Ah, schade. Für die Mine habe ich nicht mehr genug. So. Und damit können wir nochmal da drauf schießen. So und so schlagen. Schlagen wir hier nochmal. Oh. Wow, der hat echt viel Schaden gemacht. Damit gehen wir dann wieder zurück. Und hier noch einmal. Schlagen wir nochmal drauf. Und dann haben wir die Bardur eigentlich schon besiegt. Und oh. Oh, wir sind schon fast in den 24 Minuten drin. Ich glaube, ich werde das in 2 Teile aufteilen müssen. Ja, das werden wir tun müssen. Gut, dann mache ich halt einen zweiteiligen Spieltest. Wird ja nicht so schlimm. Hoffe ich für euch. Also ich würde sagen, ich mache hier einfach mal einen Cut, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Bei 15 Likes mache ich es weiter. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil vom Spieltest wieder. Tschüss.